Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist nun Professor Peter Bofinger, einer der Wirtschaftsweisen, also einer, der weiß, wie es um die deutsche Wirtschaft steht. Wie sieht es denn aus? Wir haben ein eher maues Wachstum in der Eurozone und auch in Deutschland könnte es ein bisschen besser werden. Wo liegen denn die größten Probleme? Ja, die Probleme liegen eindeutig im Exportbereich. Ich denke, die Schwierigkeiten in den Schwellenländern sind groß und sie werden vielleicht auch unterschätzt. Also ich glaube gar nicht, dass die offiziellen Daten beispielsweise in China das wiedergeben, was an Wachstumsverlangsamung da ist. Und man sieht das ja auch in unserer Exportentwicklung. Und entsprechend sind wir jetzt ja auch bei unserem Jahresgutachten, was den Export, was die Außenwirtschaft angeht, für 2016 eher skeptisch. Wir sehen also keinen positiven, sondern einen negativen Wachstumsbeitrag, auch wenn er nicht sehr groß ist. Und insgesamt beruht die ganze Wachstumsphilosophie in diesem Jahr und mehr noch im nächsten Jahr auf dem privaten Verbrauch. Das heißt, die Verbraucher sind das Rückgrat, der Konsum hält die deutsche Wirtschaft oben. Ganz klar, ich meine, das sind ja sehr positive Faktoren. Die Arbeitsmarktlage stellt sich ja von Monat zu Monat besser dar, immer besser dar. Selbst der Mindestlohn, von dem ja manche befürchtet haben, dass er zu Beschäftigungsproblemen geführt hat, hat also überhaupt keine negativen Anzeichen bisher erbracht. Die gute Arbeitsmarktlage geht einher mit der Entlastung der Konsumenten durch die niedrigen Ölpreise. Die Realeinkommen steigen also. Und damit ist eigentlich schon mal der Boden gelegt jetzt für eine sehr, sehr positive Entwicklung. Was sicher auch eine Rolle spielt jetzt von der Unternehmensseite, ist der schwache Eurokurs. Der hat sich ja in den letzten Tagen wieder weiter abgeschwächt. Und eine Euro-Abwertung ist eben 1:1 mehr Gewinne für die Unternehmen. Und ich denke, das hilft ja auch insgesamt dann, die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Sehen Sie eventuell noch Probleme aufkommen, vielleicht auch durch die Flüchtlingswelle, die wir gerade erleben? Wenn man das jetzt streng ökonomisch sieht, führt die Flüchtlingswelle ja dazu, dass wir mehr öffentliche Ausgaben haben. Quasi der Staatskonsum wird stimuliert, wenn auch jetzt nicht in einem sehr großen Ausmaß. Aber ein leichter positiver Wachstumsbeitrag ist zunächst mal dadurch gegeben, dass einfach mehr Ausgaben entstehen jetzt für die Unterkunft und für die Verpflegung der Flüchtlinge. Können Sie uns noch einen kurzen Ausblick auf 2016 geben? Ja, nach der Prognose des Sachverständigenrats, die wir ja letzte Woche vorgestellt haben, wird das 2016 vom Wachstum ähnlich weitergehen jetzt wie in diesem Jahr, also etwas weniger als 2%. Und eben das Wachstumsmuster, ganz klar privater Verbrauch, auch Staatsverbrauch, eher schwach und eigentlich angesichts der Zinsentwicklung auch nicht so ganz erklärlich sind Investitionen. Selbst die Wohnungsbauinvestitionen halten sich einigermaßen in Grenzen. Also es ist ein sehr stark konsumgetriebenes Wachstum. Sie haben ja auf der Eurofinance Week mit Jean-Claude Trichet gesprochen, früherer EZB-Präsident. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Politik der EZB? Sollten da noch im Dezember weitere Maßnahmen kommen oder ist das eigentlich zu viel und man sollte eher in die USA schauen, wo die Raten ja wieder, die Zinsen wieder angehoben werden? Ich würde einfach den Kurs beibehalten. Mario Draghi hat jetzt ja einen relativ klaren Fahrplan aufgelegt mit seiner Ankündigung 60 Milliarden jeden Monat. Und ich denke, die bisherige Entwicklung gibt ihm recht. Der Euroraum kommt ja ganz gut jetzt so durch die globale Wirtschaft. Wir haben wieder Wachstum. Die Arbeitslosigkeit geht allmählich zurück. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich weder jetzt einen Grund, die Zügel zu straffen, aber es gibt auch keinen Grund, jetzt sozusagen dem Pferd weiter die Sporen zu geben und jetzt also noch zusätzlich Liquidität dem Markt zu geben. Ich glaube, der Kurs passt, auch was man die Inflationsentwicklung sich ansieht. Die Inflationsprognosen sind ja noch unterhalb des Inflationsziels. Was die Finanzmärkte angeht, sieht man eigentlich jetzt keine Entwicklung bei den Krediten, wo man sagen könnte, da fängt jetzt ein neuer gefährlicher Kreditzyklus an. Und also wenn ich Mario Draghi wäre, würde ich einfach jetzt genau den Kurs fortsetzen, den ich im Januar angekündigt hätte. Also das werden wir im Dezember dann nochmal genauer beobachten. Vielen Dank, Professor Peter Bofinger. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.